Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich erzähle euch jetzt mal ein kleines Märchen, eine kleine Geschichte. Es waren einmal ein kleiner Bowler und ein kleiner Magier. Gemeinsam verbrachten sie viele Tage und viele Nächte zusammen am Lagerfeuer in ihrem kleinen verschneiten Dorf namens, nennen wir es mal, Clashhausen. In ihrem kleinen Dorf Clashhausen. Sie waren die allerbesten Freunde auf der Welt, auch wenn sie, wie man das ja auf den ersten Blick sehen kann, sehr, sehr verschieden sind. Der eine ist groß und blau, der andere ist klein, hat einen Afro und ist ein Magier. Und die Zeit verging, die Nächte wurden kürzer, der Schnee wurde stärker und irgendwann haben sie sich gedacht, wir müssen aus diesem Dorf raus. Aber wie stellen wir das an? Wir können ja nicht fliegen. Alle Lakaien wollten ihnen nicht helfen, die Baby Dragons sind alle schon Richtung Süden geflogen. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich nach einem Transportmittel umzuschauen. Und glücklicherweise hat der Clash of Clans Gott ihre Gebete erhört und hat der Belagerungsmaschinenfabrik, der Belagerungsmaschinenwerkstatt einen neuen Level gegeben und eine neue Belagerungsmaschine in Clashhausen installiert. Und ja, damit willkommen zu einem neuen Sneak Peek von Clash of Clans. Also, es geht heute um eine neue Belagerungsmaschine. Da sehen wir das schon. Die Belagerungswerkstatt hat ein neues Level bekommen, der ist es schon. Werkstatt Level 3. Und zwar gibt es jetzt eine neue Belagerungsmaschine und wir gucken einfach mal drauf. Was ist es denn? Wir sehen, wir haben den Mauervernichter, wir haben den Kampfzeppelin und wir haben den Felsenwerfer. Felsenwerfer Level 1. Und da sehen wir die beiden schon. Den Magier und den Bowler. Gemeinsam da drin. Und jetzt würde ich mal sagen, wir bilden das mal aus, maxen das mal, dann zeige ich euch das in Action. Also, bis gleich. So, also, jetzt habe ich sie auf Level 3. Das ist das maximale Level. Ich möchte nur mal ganz kurz drauf eingehen, was denn eigentlich diese Moment, sie heißen ja, Felsenwerfer denn so genau können. Wie gesagt, Stats können sich natürlich immer noch ändern. Es ist ein Developer-Account, von daher nehmt das jetzt mal nicht für bare Münze unbedingt, dass es jetzt die finalen Stats sind. Es kann sein, muss nicht sein. Der Felsenwerfer ist ein harter Brocken. Dieser fliegende Berg walzt Verteidigungen mit riesigen Felsen nieder und verursacht Erdbeben. Zauber haben keinen Einfluss auf ihn. Also, die Besonderheit. Er geht nur auf Verteidigung, Schadensart Flächenwirkung, aber er triggert, also er visiert nicht das Rathaus an. Im Gegensatz zu den anderen Belagerungsmaschinen visiert er nicht das Rathaus an. Er geht auf die nächstgelegene Verteidigung. Und das, Leute, gucken wir uns jetzt mal an. Bis gleich. So, also, hier habe ich jetzt schon das Freundschaftsspiel gegen den Fred, also gegen meinen anderen Account. Und da sind sie schon, jetzt ist da nichts drin in dem Felsenwerfer. Den werden wir natürlich gleich noch füllen. Ich wollte es jetzt erstmal nur zeigen. Also, wir setzen ihn jetzt da oben hin. Und dann wird er natürlich nicht das Armeelager anvisieren, sondern er visiert dann direkt den Multi-Inferno an. Beziehungsweise den... Der Tesla, oh, da ist er down. Jetzt fliegt er direkt zur nächsten Verteidigung. Und da sehen wir schon die kleinen Erdbeben. Er macht natürlich auch Schaden an den Gebäuden in der Umgebung. Wie gesagt, er hat Flächenwirkung beim Schaden. Er macht ja die kleinen Erdbeben und kriegt er den noch? Nein. Natürlich auch Schaden, wenn er runterfällt. Fallen, klar, er triggert die Fallen. Alle möglichen. Er triggert natürlich auch die Luftbomben. Aber er, wie soll ich das sagen? Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Wie gesagt, er triggert nicht das Rathaus. Er fliegt nicht zum Rathaus. Er fliegt immer zu der nächstgelegenen Verteidigung. Und Zauber haben keine Wirkung auf ihn. Ich könnte zum Beispiel jetzt die Zauber da drauf schmeißen, die Fledermauszauber. Okay, Fledermauszauber ja sowieso nicht. Aber ich könnte zum Beispiel die Heilzauber auf ihn draufschmeißen, auf den Felsenschmeißer. Das wird überhaupt nichts bringen. Felsenschmeißer. Ich glaube, das lasse ich mir schützen. Ein neues Board. Aber wir testen ihn natürlich nochmal aus und dann bis gleich. So, weitere Runde. Und jetzt können wir auf jeden Fall mal eben ganz schnell den Felsenwerfer ausprobieren. Jetzt ist es so Level 1, ist aber egal. Ich habe ihn jetzt nämlich gefüllt. Und zwar mit ein paar Schweinereitern. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich gleich nochmal einmal noch testen auf Maximum Level gegen das Rathaus. Will ich auch nochmal ganz gerne wissen, wie er sich da schlägt. Aber das Rathaus muss ja vorher angeschlagen sein, ne? Vorher ist es ja nicht, wenn der Tesla oder der Giga-Tesla vorher nicht rauskommt, dann fliegt er natürlich auch nicht. Dann fliegt der Felsenwerfer dann natürlich auch nicht hin. Jetzt kann ich euch das mal beweisen, dass ein Zauber da keine Wirkung hat. Er fliegt jetzt. Wobei, er hat eh noch keinen. Ich bin blöd. Er hat natürlich noch nichts, was da irgendwie großartig Schaden macht. Ich dachte, da wäre noch eine Falle gewesen. Aber wir sehen das jetzt ganz cool, ne? Er wirft dahin. Aber durch seinen Radius hat er dem Bombenturm jetzt auch schon Schaden gemacht. Und jetzt sehen wir das. Pass auf. Er kriegt jetzt was abgezogen. Aber das ändert sich jetzt auch nicht mehr. Also dadurch, dass ich den Heilzauber draufschmeiße, es tut sich da nichts. Aber richtig cool. Richtig, oh, da ist die Tornadofalle und er wird durcheinander gewirbelt, der Felsenwerfer. Und jetzt kriegt er natürlich noch ein bisschen Schaden.
Da werden so coole Taktiken bei rauskommen. Ich weiß es jetzt schon. Das wird richtig cool. Vor allem, wir hatten ja schon zwei Belagerungsmaschinen, die aufs Rathaus draufgehen. Und jetzt haben wir noch eine dritte, die nicht aufs Rathaus draufgeht. Finde ich, ist eine perfekte Ergänzung. Und jetzt würde ich mal sagen, Leute, wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff. Wir lassen den Felsenwerfer auf das Rathaus draufgehen. Werden es natürlich mal eben vorher aktivieren. Also, bis gleich. Okay, Runde Nummer 3 oder 4. Also ich glaube, es ist Runde Nummer 3. Er lockt, der Felsenwerfer lockt natürlich auch die Clanburg. Also für alle, die dich das jetzt noch fragen, aber das ist ja im Endeffekt selbstverständlich. Das machen ja die anderen Belagerungsmaschinen auch. Und jetzt müssen wir mal ganz schnell mit dem Magier den Gigatesla aktivieren. Das machen wir jetzt mal eben. Ding, 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 da ist er. Und jetzt ist der Gigatesla da. Und jetzt wird natürlich der Felsenwerfer direkt da drauf gehen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Jetzt hab ich den natürlich... Ah, okay. Alter, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Was? Guck mal, wie viel Schaden der macht. Alter, guck mal, der läuft. Sogar explodiert. Und es ist einfach mal... Das Ding hat kaum Schaden genommen. Wie gesagt, die Stats zeige ich... Ich zeige die immer sehr ungerne, weil es einfach... Ja, wie soll ich sagen? Es kann sich halt noch so viel ändern. Also es kann sich noch ändern, es muss sich nicht ändern. Von daher... Wir haben jetzt ja schon mal festgestellt, er hat schon ziemlich viele Trefferpunkte und der Schaden, es ist jetzt natürlich Max gewesen auf Level 3, der Schaden ist auch wirklich krass, muss man auch sagen. Du musst natürlich auch die Belagerungsmaschinenfabrik vorher updaten, also upgraden auf Level 3. Und ja, das war dieser Sneak Peek. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Felsenwerfer in die Kommentare schreibt und dann sehen wir uns später wieder. Macht's gut, guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, bis später, tschüss.